Hallo, mein Name ist Marc Colberti und ich bin der Gründer von Murakami. Ich möchte mich heute mal mit der Frage beschäftigen, macht es denn Sinn, ein Unternehmen eigentlich ganzheitlich zu steuern? Und wenn ja, wie kann das denn eigentlich dann so wirklich funktionieren? Vielleicht so zwei Sätze zu meinem Hintergrund. Als Gründer von Murakami sind wir spezialisiert oder bin ich spezialisiert auf das Thema Steuern und Ziele. Das heißt, ich habe mich die letzten 8 Jahre sehr exklusiv mit den Themen Vision, Mission, Strategie auseinandergesetzt und das dann in Ziele übersetzt. Dabei habe ich ungefähr 7.000 bis 8.000 Stunden OKR-Workshops moderiert und Unternehmen dabei geholfen, die richtigen und sinnvollsten nächsten Ziele zu finden. Als kleiner Disclaimer, wenn wir davon sprechen, wie OKRs funktioniert, dann sprechen wir immer nur davon, wie wir glauben, dass OKRs in dem Murakami-Framework funktioniert, denn man wird ganz viele unterschiedliche Interpretationen finden und im Internet findet man immer eine Quelle, die genau das Gegenteil von dem behauptet, was ich sage. Da muss jeder so ein bisschen den Weg für sich selber durchfinden. Wir haben das alles über die letzten Jahre mit Trial and Error erforscht und ausprobiert und sind deswegen bei dem aktuellen Stand des Irrtums, wie man es gerne nennt, angekommen. Also das heißt, das ist der beste Stand, den wir bis heute finden konnten, wie man ein Unternehmen ganzheitlich steuert. Heißt aber nicht, dass wir morgen vielleicht noch das ein oder andere Detail finden, wie es ein bisschen besser geht. Das vielleicht so ein bisschen als Kontext, um das Ganze einzusortieren und ein bisschen ins Verhältnis zu dem Content, den man sonst so findet, zu stellen. Ich werde mal gefragt, warum ist das denn so schwierig, OKRs zu formulieren? Und ich finde, es ist wahrscheinlich nicht die richtige Frage, denn das ist kein semantisches Problem. Bei OKRs geht es in der Regel nicht darum, die richtigen Worte zu finden. Es ist ein logisches Problem. Es geht darum, rauszufinden, was will ich denn eigentlich wirklich, dass am Ende rauskommt und welche Hypothesen habe ich, dass das zu hoher Wahrscheinlichkeit auch wirklich, wirklich rauskommen kann. Das heißt, am Ende ist es nicht eine Frage der Formulierung, sondern eine Frage der Herleitung, nämlich der Frage, was will ich eigentlich wirklich und worauf basieren meine Wetten und Annahmen, dass ich meine Energie auf einige wenige von diesen Wetten und Annahmen fokussiere, damit ich die richtigen Schritte mache, um hoffentlich dann da rauszukommen, wo ich eigentlich wirklich rauskommen wollte. Um die Frage der ganzheitlichen Steuerung mal ein bisschen zu beleuchten, müssen wir vielleicht einmal rauszoomen und uns der Frage widmen, was ist denn ein Unternehmen eigentlich? Denn ein Unternehmen ist eigentlich eine Fiktion, die findet nur in unserem Kopf statt. Apple gibt's gar nicht. Wenn wir alle aufhören, an Apple zu denken und zu glauben, dann existiert Apple auch nicht mehr. Da kann auch dann keiner mehr hingehen. Und das hat dann auch eigentlich keinen Börsenwert mehr. Das heißt, Unternehmen sind eigentlich auch nur wie Geld eine Fiktion von einer großen Gruppe von Menschen. Das muss man sich immer so ein bisschen vor Augen halten, dass das in der Realität faktisch nicht existiert, sondern nur durch das Konstrukt in unseren Köpfen manifestiert wird. Und aus was besteht so ein Konstrukt? Ja, das ist in der Regel 3 Sachen. Wenn man sich so ein bisschen mit Harari beschäftigt, dann findet man raus, was die Menschheit zur Zusammenarbeit befähigt hat. Und das sind geteilte Werte, eine geteilte Vision und wahrscheinlich auch ein gemeinsames Verständnis, was machen wir denn eigentlich, wenn unser gemeinschaftliches Bestreben positiv und erfolgreich ausgeht? Wie teilen wir denn das auf? Also was machen wir mit dem, was da rauskommt und ist das irgendwie fair verteilt? Das muss nicht heißen, dass das gleich verteilt ist, aber alle Beteiligten müssen irgendwie das Gefühl haben, dass sie irgendwie dabei ausreichend berücksichtigt wurden, wenn dann dabei was rauskommt. Das heißt, wir müssen uns der Frage mit dem ganzheitlichen Steuern, wenn wir das wissen, über diese Bausteine widmen. Wir nennen es ganz gerne, dass es ein Unternehmen eine Leitbildpyramide bedarf, dass es in einem Unternehmen sowas braucht. Und eine Leitbildpyramide besteht in unserer Welt aus einer Vision, einer Mission, einer Ebene der Werte, die wir so als Hygieneebene bezeichnen, Strategien und eben Ziele, die wir dann in OKRs formulieren. Diese Leitbildpyramide gibt uns Orientierung, das gibt uns Kontext, denn ich habe ja ganz, ganz viele Sachen, die ich eigentlich
ein bisschen will und vielleicht auch ein bisschen mehr will und die ich spannend finde und womit ich ein bisschen Geld verdienen könnte. Aber ich brauche ja Orientierung, also ich brauche diesen Kontext dieser Leitbildpyramide, um das Ganze ins Verhältnis zu setzen und zu sagen, hey, diese Idee, die Hypothese, das, was ich jetzt heute Morgen beim Duschen gefunden habe, bringt mich das in die Richtung, in die ich eigentlich will. Und deswegen muss ich die Richtung, in die ich eigentlich will, sehr gut beschrieben haben. Und zwar mit der abnehmenden Ebene der Pyramide immer ein bisschen konkreter. Also die Vision ist natürlich sehr strahlkräftig. Weiter unten auf der Ebene der Ziele wird es sehr, sehr handfest und sehr verbindlich und sehr klar für einen kürzeren Zeitraum von zum Beispiel in OKRs 3 Monaten. Gehen wir mal die Pyramide so langsam von oben nach unten durch. Fangen wir bei der Vision an. Da fängt in meiner Erfahrung meistens das Problem schon an. Denn hier steht eigentlich das Pferd in 95% der Fällen, die ich zumindest mal gesehen habe, verkehrt rum im Stall. Bei der Vision geht es nicht darum, dass wir groß und erfolgreich und berühmt sind. In jedem Haushalt jemand ein Produkt von uns hat. Oder wir eine angesehene und anerkannte Position sind und der Leader für irgendwas, sondern es geht darum, was haben die anderen davon? Und wenn ich das verstanden habe, dass ich den Blickwinkel vielleicht sinnvollerweise wenden muss, nämlich zu den anderen, dann ist diese Leitbildpyramide ein sehr, sehr schönes Konstrukt und funktioniert auch gut und geht hervorragend auf. Wenn ich aber schon oben die ganze Zeit den Blickwinkel auf mich selber richte als Unternehmen, dann habe ich immer die Fragestellung, was mache ich denn jetzt eigentlich, damit die anderen auch wirklich mit mir in die Interaktion kommen? Und was haben denn die eigentlich davon? Also das Unternehmen selber kommt nach unserer Definition in der Vision gar nicht vor. Denn wenn man sich das mal kausal vor Augen hält, was ist denn ein Business? Ein Business ist in der Regel, man hat verstanden, was das ein Problem gibt, das viele Leute haben, was ein relevantes Problem ist, was wir gut lösen können. Und wenn wir ein relevantes Problem, was viele Menschen haben, gut lösen können, dann haben wir wahrscheinlich auch ein Business. Und wenn wir es nicht ganz so schlecht anstellen, dann bleibt am Ende vielleicht sogar mehr übrig, als wir uns das am Anfang gedacht haben. Und wenn wir es nicht ganz so gut, dann kommt nicht so viel am Ende bei raus. Aber immerhin haben wir den Blick in die richtige Richtung, nämlich auf den Kundennutzen, gerichtet und wissen dabei immer, dass wir uns in die richtige Richtung orientieren. So ein bisschen hat das natürlich auch was mit der eigenen Haltung zu tun. Wenn wir mal so ein Bild des Musikers heranziehen, dann wäre es ja schön, wenn ich das spielen darf, was ich gerne spielen mag. Denn wenn ich das spielen darf, was ich mag, dann bin ich wahrscheinlich auch gut darin. Und wenn ich dann auch noch gut darin bin, das zu spielen, was ich gerne spielen mag, weil es mir gefällt, dann habe ich wahrscheinlich auch ein Publikum. Und das findet dann irgendwie so eine Begeisterung. Und dann springt der Funken über. Wenn man sich als Musiker allerdings die ganze Zeit fragt, Mensch, wie werde ich denn erfolgreich? Wie kann ich denn vor einem großen Haus spielen? Wie kann ich vor einer Konzerthalle oder ganze Stadien füllen? Dann ist man wahrscheinlich ziemlich beliebig unterwegs und findet nicht so wirklich seinen Style. Und wenn man als Musiker nicht seinen Style findet, dann wird man vielleicht auch nicht die Fanbase finden, die man braucht, um eigentlich erfolgreich zu sein. Und das meine ich, wenn ich davon spreche, dass das Pferd verkehrt rum im Stall ist, dass man einfach die Blickwinkel vielleicht hier in der ganzen Diskussion mal ändert, um dann dazu zu kommen, dass das Pferd eben richtig am Stall steht. Jetzt weiß ich schon, dass viele die Frage im Kopf haben, Mai, was soll denn der ganze esoterische Quatsch mit den Visionen? Am Ende geht es darum, einfach Geld zu verdienen. Kann man so sehen. Ich glaube, damit wir zukünftig so ein bisschen nicht nur die Probleme, die die Gesellschaft hat, sondern auch die jeder Einzelne von uns in der Gesellschaft und in einem Unternehmen hat, lösen können und damit wir langfristig wirklich erfolgreich sind, denn die externalisierten Effekte, die wir die ganze Zeit nicht bezahlen müssten, werden wir jetzt bezahlen müssen und deswegen müssen wir versuchen, auch sie ein bisschen einzupreisen. Deswegen ist das, wir müssen am Ende Geld verdienen, wahrscheinlich ein bisschen kurz gesprungen. Deswegen glauben wir, dass man Erfolg erstmal neu definieren muss. Was ist denn eigentlich Erfolg? Nämlich Bottomline, den Gewinn zu steigern, alleine für eine kurze Periode der Zeit, kann wahrscheinlich nicht das richtige Steuerungselement sein, um langfristig Erfolg für viele Menschen in dem Unternehmen oder vielleicht sogar eine ganze Gesellschaft hinzukriegen. Also machen wir es uns wahrscheinlich ein bisschen zu einfach, wenn wir nach Umsatz und Gewinn steuern und die anderen Größen ausblenden.
Das ist in der Realität nämlich leider nicht so. Die Realität ist nämlich leider etwas komplexer und lässt sich auch nicht in Größen, die sich auf Umsatz und Gewinn ausdrücken, alleine steuern, sondern wir müssen das ein bisschen komplexer und ganzheitlicher betrachten. Denn wahrscheinlich geht es darum, ein gesundes Verhältnis zwischen People, Planet und Profit herzustellen. Und diese People, die haben natürlich eine innere Wirkung, das heißt die Menschen, die in dem Unternehmen arbeiten, aber auch eine äußere. Die Gesellschaft, mit der wir interagieren, die Kunden, denen wir unsere Produkte und Services irgendwie anbieten und mit denen wir dann langfristig hoffentlich auch gemeinsam erfolgreich werden. Der Planet, dessen Ressourcen wir uns bedienen, die wir bis jetzt vielleicht nicht voll bezahlen mussten, aber langsam feststellen, das ist vielleicht doch gar nicht so ohne einen gewissen Preis möglich. Das müssen wir in diese Optimierung der Gleichung mit einbeziehen. Und am Ende natürlich geht es auch darum, das, was übrig bleibt. Denn das ist so ein bisschen der Gegenentwurf, den wir sehen, dass alles dann von, oh, jetzt muss es weg vom Geld und hin zum Purpose. Jetzt wird nur noch über Purpose geredet, aber das Geld wird vergessen. Das, glaube ich, ist auch nicht der richtige Weg. Denn am Ende wird dann zwar über Purpose geredet, aber nach Geld gehandelt. Und das, glaube ich, funktioniert langfristig genauso wenig wie der andere Weg. Demzufolge müssen wir ein ausgewogenes Verhältnis herstellen und all diese Dimensionen mit ihren Auswirkungen und mit ihren Abhängigkeiten untereinander betrachten. Und jetzt wird es komplex. Das ist nämlich schon eine mehrdimensionale Optimierungsaufgabe hier. Wenn ich an der einen Ebene ziehe, dann wird es an der anderen schlechter oder vielleicht auch besser. Und wenn ich mir jetzt noch vorstelle, dass ich eine neue Dimension hinzufüge, nämlich die Zeit, wenn ich das, was ich heute mache, um den Profit zu steigern, vielleicht zulasten des Planeten oder der Gesellschaft oder der People in meinem Unternehmen mache, dann weiß ich, dass das dem Profit von morgen nicht zuträglich sein wird. Und jetzt wissen wir schon, dass alleine eine vierdimensionale Optimierung, die kann ich mir in meinem Kopf schon nicht mehr wirklich bildlich vorstellen. Und deswegen, glaube ich, gehen ganz viele hin und sagen, puh, lass das mal nicht machen, sondern lass mal einfach nur nach Umsatz und Gewinn steuern. Aber damit werden wir nicht so weit kommen. Deswegen brauchen wir diese mehrdimensionale Optimierung und wir müssen es schaffen, die Widersprüche und die Konflikte, die da drin stehen, sichtbar zu machen, bewusst zu machen, aktiv zu entscheiden und auszuhalten. Und das ist, glaube ich, die Aufgabe des Managements der Zukunft, diese Form von Erfolg zu definieren und dann Schritt für Schritt herauszufinden, wie kommen wir denn dahin? Indem wir diese Spannungen und diese unterschiedlichen Dimensionen immer im Blick behalten und versuchen langsam zu testen, wie wir uns am besten in diese Zukunft bewegen. Jetzt sagen einige, naja, ist doch klar, wir kennen doch, was wir tun müssen. Muss man einfach nur hingehen und sagen, wenn wir in 5 Jahren da sein wollen, dann muss man das runterbrechen auf 1 Jahr und dann bricht man das halt noch runter auf ein paar Quartale und sagt so, das sind jetzt die Ziele. Das muss man nur durchsteuern, dann wird es schon klappen. Wir glauben nicht. Wir glauben, es braucht Strategien. Und Strategien sind keine Ziele. Strategien sind keine strategischen Ziele auf einem Zeithorizont von 1 oder 5 Jahren, sondern Strategien sind eben Strategien. Das heißt, die beschreiben Vektoren, auf denen ich mich fortwährend bewegen möchte, in die richtige Richtung, um dann die Ziele, die ich verfolge, darunter sozusagen meiner Energie in die richtige Richtung folgen zu lassen, um die Vision zu erreichen, um die Mission zu erfüllen, auf der ich unterwegs bin. Das heißt, eine Strategie ist kein retrogrades Ziel, dass ich das rückwärts integrieren kann, sondern ich brauche 8 bis 12 gerade Sätze innerhalb des Unternehmens, die sehr klar machen, worauf wir uns denn konzentrieren, was uns wirklich wichtig ist und wo wir unsere Energie investieren und auf welchem Punkt wir dann in 3 bis 5, 6, 7, 8, 9 Monaten bei rausgekommen sind, ist der Strategie egal, weil ich will natürlich so schnell wie möglich, mit so wenig wie möglich meiner Energie am weitesten nach vorne kommen. Und deswegen versuche ich mich diesen Vektoren inhaltlich über die Ziele anzunähern. Das heißt auch, dass die Strategien keine Commodities sein können, also Aussagen, die mir nichts bringen, um Komplexität so ein bisschen zu sortieren, die haben keinen strategischen Nutzen. Denn wenn man sagen würde, wir stellen nur Leute ein, die total gut und motiviert sind,
dann wäre das Gegenteil davon offensichtlich relativer Quatsch. Und das wusste ich auch vorher schon. Genauso ist es keine Strategie zu sagen, wir haben Produkte, die unsere Kunden wirklich haben wollen. Denn das haben wir ja schon gelernt. Das ist eigentlich der Kern der ganzen Geschichte. Wenn wir davon keine Vorstellung haben, dann haben wir auch keine Strategie, wenn wir sagen, wir hätten gerne Produkte, die unsere Kunden wirklich haben, sondern dann haben wir auf allen Ebenen ein echtes Problem. Demzufolge glauben wir, dass Strategien sich ganz bewusst für Sachen entscheiden, aber damit auch ganz bewusst gegen andere. Und das heißt, wir haben eine Entscheidung getroffen, die uns weiter unten auf dem operativen und auf dem kurzfristigeren Zeithorizont tausende andere Entscheidungen abnimmt. Das heißt nicht, dass wir immer richtig liegen. Und das heißt auch nicht, dass wir die Strategien nicht anpassen und modifizieren auf dem Weg. Aber es heißt, dass ich da unten was finde und sage, hey, coole Idee. Ja, passt aber nicht zu der Strategie. Deswegen legen wir das wieder hin. Vielleicht später, vielleicht nie, aber aktuell ist das leider nicht innerhalb unserer Strategien und deswegen nicht dran. Wenn man sich jetzt mal den Analogien der Ziele nähert, dann kommen die immer aus dem Sport, also sehr viele davon. Und ich bin nicht sicher, ob das so wirklich gut ist, denn im Sport ist es meistens eine Inselbegabung. Es gibt eine sehr, sehr, sehr klar umrissene Fähigkeit mit einem klar umrissenen Universum drumherum, also vielleicht sogar eine Arena, vielleicht sogar eine Rennbahn, auf der ich eine klar umrissene Strecke in der schnellstmöglichen Zeit absolvieren will und das nur einmal. Denn wenn ich hinter der Ziellinie angekommen bin, dann kann ich erstmal zusammenbrechen, ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber verschnaufen und habe alles gegeben, bis ich über diese Ziellinie bin. Das halte ich für eine ziemlich miese Analogie, um das hier, was wir versuchen, ganzheitliche Steuerung, nämlich auf die Unternehmens- und die Lebensrealität anzuwenden. Das kann nur zu totaler Überforderung führen, wenn wir glauben, dass wir lauter Inselbegabungen nebeneinander schalten können, alle Energien auf diesen einen Punkt und dieses eine Ziel, diese eine Ziellinie richten können und das auch noch nicht mal kurz machen, sondern dauernd, immer wieder parallel und ständig hintereinander. Ich bin mir relativ sicher, dass das mich als Mensch, uns als Gesellschaft und uns als Unternehmen irgendwo hinführt, wo es ziemlich ungünstig wird. Deswegen glauben wir, das macht so keinen Sinn. Wir müssen Ziele finden, die wir Objectives nennen, die einen klar definierten Zielzustand in der Zukunft haben, die ein Bild im Kopf erzeugen. Was ist denn wirklich eigentlich der Nutzen, der dabei rauskommen soll? Was soll ich denn damit bewirken können, wenn ich das erreicht habe? Und wir müssen einen Portfolioansatz wählen. Das heißt, die Energie, die ich habe, die ist ja gegeben. Das Quartal als fester Zeitraum hier steckt mir ja den Rahmen, wie viel Energie ich habe. Und mehr Energie rauszuholen ist nicht die Idee hier, sondern die Energie ist, es wie ein Portfolio zu betrachten, nämlich das als gegeben zu betrachten durch den festen Zeitrahmen, also Gleichtakt, das sind immer wieder 3 Monate, und dann zu sagen, in den 3 Monaten ist die Energie, die ich zur Verfügung habe, das Geld, die Power der Leute, die ist gegeben und jetzt versuche ich, das Bestmögliche rauszuholen, indem ich mich auf den unterschiedlichen Vektoren, auf dem einen etwas mehr, auf dem anderen etwas weniger, auf dem dritten vielleicht in dem Quartal gar nicht, so weit fortbewege, wie ich glaube, dass ich vorankomme, durch die besten Hypothesen oder wir nennen es gerne Wetten, die ich habe, damit ich mit dem wenigsten Aufwand den größtmöglichen Ertrag kriege. So, und dieses Portfolio muss ich gegeneinander aufwiegen, denn ich habe viel mehr Ideen, ich habe viel mehr Ziele, ich habe viel mehr Initiativen, die mir morgens beim Duschen einfallen. Und das Blöde ist, wenn mir was ganz persönlich morgens einfällt, finde ich das immer am allerspannendsten. Dass die Sachen von gestern und letzter Woche und der davor alle noch nicht fertig sind und alle noch keinen Nutzen gestiftet haben, ist mir meistens zwar bewusst, aber ich fange trotzdem an, gedanklich an was Neuem rumzuwerkeln. Und das ist nicht sonderlich effizient, denn ich habe lauter unbearbeitete, unfertiggestellte Dinge. Und deswegen muss man sich selber immer wieder und sein Team, sein Unternehmen immer wieder zurückholen und zu sagen, hey,
Wenn wir angefangen haben, an dem Ziel zu arbeiten und uns das wirklich wichtig ist, weil wir das, was da rauskommen soll, inhaltlich wirklich haben wollen, dann lass uns das fertig machen, bevor wir uns danach in 3 Monaten möglicherweise anderen Zielen widmen, die auch super spannend und super wichtig für uns als Unternehmen sind, aber eben noch nicht jetzt. Und damit man diese Zieldefinition nicht losgelöst von den Wetten und der aktuellen Realität betrachtet, sondern sagt, damit das dann auch in hoher Wahrscheinlichkeit funktioniert, will ich jetzt auch schon wissen, was die größten Treiber des Erfolgs sind. Und dann kann ich auch darüber diskutieren, glauben wir als Gruppe, glaube ich als Teamlead oder glauben meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter daran, dass das die besten Wetten sind, dann können wir das inhaltlich diskutieren. Deswegen glauben wir, dass in der Definition der Key Results als Treiber für den Erfolg, hypothesengetrieben, wahnsinnig viel drinsteckt, nämlich rauszufinden, was will ich eigentlich, Objective, und auf welche Wetten platziere ich meine Energie, die Key Results, um in diesem Konstrukt logisch, hypothesengetrieben, sauber zu formulieren, worauf setzen wir. Und das ist eben kein semantisches Problem, indem ich ein bisschen Feenstaub darüber streue und einen schönen Satz draus mache, dass die Kunden unsere Produkte lieben. Das führt nicht dazu, sondern ich muss mir sehr genau überlegen, was hier das kausale Modell ist, was dahinter liegt und wie ich die Wahrscheinlichkeiten einsortiere, mit meinen bestehenden Ressourcen und Energien hier das meiste rauszuholen. Jetzt ist es natürlich ganz wichtig, damit das Modell auch wirklich funktioniert, dass wir Komplexität anerkennen. Das heißt, wir wissen es alle nicht. Ich nicht und die anderen auch nicht. Wir können Annahmen treffen und wir können uns der Sache annähern, aber wir können nicht sagen, so ist es und jetzt muss ich es nur noch tun. Früher hatte man Aufgaben, die konnte ich vormachen. Da konnte ich sagen, hey, das geht in 2 Stunden und zwar so. Wenn mich jetzt jemand fragt, naja, wie programmiert man denn einen Algorithmus, der Spracherkennung kann, sage ich, keine Ahnung. Und vielleicht haben andere auch keine Ahnung und die führt dazu, dass wir es ausprobieren müssen. Das heißt, wir treffen Annahmen, wie es funktionieren könnte und versuchen zu beweisen, dass wir recht haben. Das heißt, der Weg ist relativ unklar. Der ist zwar skizziert, vor allem auch durch die Hypothesen versuchen wir das Gewichte zu platzieren, in den Key Results auszudrücken, aber er ist eben am Ende darunter, die Initiativen und die Aufgaben und die Tasks sind nicht so genau beschrieben, dass ich genau diesem Weg folge, sondern ich versuche mich eben iterativ Woche für Woche den erstrebten Results, den Key Results anzunähern und immer wieder kurz zu reflektieren, führt mich das in die Richtung, glaube ich, dass das, was ich jetzt hier tue, die Arbeit, die ich reinstecke, zu dem erhofften Result führt. Das heißt, der Weg ist unklar und wenn der linksrum nicht funktioniert und ich das feststelle nach 3 Wochen, dann muss ich es eben rechtsrum versuchen und das ist die von uns allen so geschätzte und hoch diskutierte Agilität. Das heißt, das Ergebnis, was ich am Ende erziele, hängt eigentlich von der Qualität des Plans ab. Also wie gut waren die Hypothesen, die ich hatte, die dazu geführt haben könnten oder sollten, dass das Ziel eintritt? Und wie konsequent war ich in der Umsetzung? Also bin ich lieber ins Schwimmbad gegangen oder habe ich das, was ich hier eigentlich konsequent verfolgen wollte, auch konsequent verfolgt und nicht die Ideen von heute Morgen lieber verfolgt, anstatt an denen von gestern, also meinen Zielen zu arbeiten. Und dann kommt leider eine Sache, nämlich Glück plus, also plus Glück minus Pech. Das lässt sich leider nicht beeinflussen und das müssen wir anerkennen. Wir können es nicht beeinflussen, wir können es nicht planen, wir können es nicht vorhersehen. Wir müssen damit umgehen und es aushalten, dass das Ergebnis von Faktoren beeinflusst wird, die wir nicht beeinflussen können. Ich sage nicht, dass man deswegen immer alles auf Pech schieben sollte, wenn man etwas nicht erreicht. Und ich sage auch nicht, dass ich nicht das Glück rausrechnen will, wenn jemand ein sehr gutes Ergebnis hat, was aber allerdings nicht auf einem guten Plan und einer konsequenten Verfolgung des Plans basiert. Das sage ich nicht, sondern ich sage, man muss sehr genau analytisch damit umgehen, welchen Teil konnte ich beeinflussen und wie gut war die Qualität der Überlegung versus was war außerhalb unseres Einflussbereichs und wie sind wir damit umgegangen? Das heißt, wie haben wir darauf reagiert? Haben wir diese äußerlichen Faktoren so gut es geht antizipiert? Und wenn sie denn dann kamen, wie gut und schlau sind wir denn damit umgegangen?
Das heißt auch, dass man ein Mindset braucht, dass wir von dem Ergebnis, was wir erzielen, leider keine Rückschlüsse auf die Leistung ziehen können. Das heißt, dass wir nur das Ergebnis anschauen, hilft nicht. Wir müssen den Weg anschauen. Wir müssen uns überlegen, wie kamen wir zu der Hypothese? Hätte man zu dem damaligen Zeitpunkt mit den Informationen, die wir hatten, andere Hypothesen haben können oder müssen, dann wäre das wahrscheinlich ein ziemlich guter Diskurs, das mal rauszufinden, warum wir das nicht hatten. Aber trotzdem können wir nicht sagen, es war eine gute Leistung, wenn ein gutes Ergebnis rauskam und eine schlechte Leistung, wenn ein schlechtes Ergebnis rauskam. Da wir es alle nicht wissen, müssen wir uns in auch dieser Frage der tiefen Analyse und Kontemplation des Weges widmen und daraus unsere Rückschlüsse ziehen. Ich weiß, das ist anstrengend, das kostet Zeit, aber nur hier liegt der Erkenntnisgewinn. Noch ein Detail, damit das funktioniert, heißt natürlich auch, wenn wir diese Komplexität und all diese Punkte anerkennen, hilft es nicht, wenn wir versuchen, an einem Businessplan festzuhalten. Denn der stimmt einfach nicht. Der ist entweder zu gut oder zu schlecht. Aber stimmen tut er in der Regel nie. Habe ich zumindest mal noch nie gesehen. Das heißt, wir können diesen Businessplan nicht als Ziel verstehen. Wir können ihn auch nicht als committed anerkennen. Und wir können auch nicht sagen, am Ende geht es ja darum, diese Ziele zu erreichen. Nee, geht es nicht. Sondern es geht darum, die Modellierung des Unternehmens sauber zu haben, die Einflussfaktoren und die Auswirkungen auf eine finanzielle Struktur des Unternehmens so zu simulieren, dass ich immer genau weiß, an dem Punkt, an dem ich bin, wenn sich die Umgebung so und so ändert und sich meine Maßnahmen und Ziele, die ich verfolge, hoffentlich gut entwickeln, dann wird Folgendes bei rauskommen. Wenn ich aber feststelle, es entwickelt sich anders als gedacht, dann muss ich natürlich auch meine Annahmen ändern, die Modellierung meines Modells sozusagen in den Businessplan überführen und idealerweise den Businessplan nicht als Plan anerkennen, sondern als Forecast, nämlich als Projektion dessen, was ich heute weiß, glaube und hoffe, auf die nächsten 6, 12, 18, 24 Monate angewendet, um mir die Möglichkeit zu geben, Entscheidungen zu treffen, die weitreichende Folgen haben, aber dennoch nicht komplett unvorbereitet und blind in die Zukunft zu steuern. Das ist also ein ganz wichtiger Punkt. In dieser ganzheitlichen Steuerung muss ich das anerkennen und kann nicht an einzelnen Stellschrauben aus einer, ich nenne sie mal, alten Welt festhalten und sagen, naja, das hat ja bis hierhin gut geklappt oder andere Anspruchsgruppen innerhalb dieses Unternehmens wollen das nicht anerkennen. Deswegen müssen wir damit weiterarbeiten. Das halte ich aus meiner bisherigen Beobachtung und Erfahrung als nicht sonderlich guten und vielversprechenden Weg. Denn dieses ganze Thema beleuchtet ja eigentlich ein Mindset. Wir wollen ja gemeinsam herausfinden, was richtig ist. Und es geht nicht darum, wer recht hat. Also natürlich kann ich bestimmte Sachen exploitation-mäßig betreiben. Da weiß ich sehr genau, welche Ursache führt zu welcher Wirkung. Aber im Bereich Exploration weiß ich das eben nicht. Und demzufolge müssen wir gemeinsam rausfinden, welcher Schritt führt zu welcher Wirkung. Und das zählt natürlich auch genauso auf der Investorenseite wie auf der Führungskräfteseite, wie auf der Seite der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also müssen wir uns auch die Frage stellen, was ist denn eigentlich mit der Fehlerkultur im Unternehmen? Und ich bin nicht der Meinung, dass Fehlerkultur sonderlich gut als Begriff definiert ist. Denn was ist denn eigentlich ein Fehler? Wenn ich schon weiß, wie es geht, es dann anders zu machen und zu hoffen, dass trotzdem irgendwie klappt, das halte ich für einen Fehler. Aber dafür brauche ich auch keine Kultur, denn das will ich auch in der Komplexität nicht. Und das will ich auch in der ganzheitlichen Steuerung nicht, dass jemand, obwohl er besser weiß, wie es ginge, es nicht macht. Also dafür brauche ich auch keine Kultur, die das zulässt oder fördert, denn das ist nicht das, was wir wollen. Aber eine Experimentierkultur, die brauche ich. Also wenn ich sage, weiß ich auch nicht so genau, dann muss ich sagen, aber ich versuche es mal, ich habe folgende Idee, ich gehe nicht so ein hohes Risiko ein. Das heißt, ich setze nicht so viele Energie auf diese Karte und ich versuche das nicht so lange zu treiben, bis der Schaden recht groß ist, sondern ich versuche den Schaden klein zu halten, schnell rauszufinden, ob das geht und dann kann das funktionieren oder auch nicht. Aber der Erkenntnisgewinn, das ist ja der spannende Teil. Also brauche ich eigentlich keine Fehlerkultur, sondern ich brauche so eine Art wissenschaftliche Kultur, mit dem Forschungsgeist ranzugehen und sagen,
Wir wissen es nicht, wir schauen mal, aber wir schauen schnell. Uns geht auch nicht um fail fast, sondern es geht um learn fast. Also was kann ich versuchen, schnell an Erkenntnissen zu gewinnen und nicht, wie kann ich möglichst schnell Fehler produzieren. Und das Ganze steht natürlich in dem Kontext von dieser Analogie, dass das Ganze hier ein Dauerlauf ist. Kein Marathon und schon gar kein Sprint. Also hilft es auch nicht, wenn ich an dem Gras ziehe und hoffe, dass es deswegen schneller wächst, sondern ich brauche dem ganzen Prozess Vertrauen. Ich brauche Vertrauen darin, dass dieses ständige Iterieren, dass die Erkenntnisgewinne mich schon in die richtige Richtung führen werden. Und das hilft hoffentlich dabei, Angst und dieses Mindset, dieses Druck, dieses ich muss mehr Energie und zwar negative da reingeben, dann wird schon passieren, was ich will. Das muss ich ein bisschen loslassen und versuchen, in dieses Vertrauen zu gehen und zu sagen, wenn der Prozess gut und konsequent verfolgt wird, dann wird der uns schon, wenn wir die richtigen Überlegungen anstellen währenddessen und uns konsequent dran halten, dann wird der uns schon so gut wie es geht in die bestmögliche Richtung führen. Besser war es dann nicht drin. Und dieses Vertrauen führt natürlich auch zu einem ganz anderen Mindset. Denn ich brauche dann nicht mehr mit dem Angstszenario zu steuern, sondern ich kann mit diesem auf Augenhöhe gemeinschaftlichen Rausfinden versuchen zu steuern, was wir denn eigentlich bestmöglich erreichen wollen. Das heißt, was bedeutet eine ganzheitliche Steuerung in dem Kontext, wenn man das nochmal so ein bisschen zusammenfasst? Wissen, was wir eigentlich wirklich, wirklich erreichen wollen. Und das wirklich, wirklich erreichen wollen, heißt nicht nur für das Unternehmen, heißt auch für mich als Mensch. Denn wenn ich weiß, was ich wirklich, wirklich will, und das ist der Kern von allem, was man New Work nennt, zu wissen, was man wirklich, wirklich will und das dann auch zu tun. Und wenn ich das auch noch in große Deckung bringen kann mit dem, was das Unternehmen will, in dem ich arbeite und sozusagen die Zielgruppe, wenn ich die im Auge behalte und das wirklich als erstrebenswert erachte, dann habe ich eine große Deckung und natürlich auch eine hohe Zufriedenheit. Und dann habe ich ein Alignment of Interest und dann habe ich eine hohe intrinsische Motivation, das in die entsprechende Richtung zu kriegen. Deswegen muss ich auch wissen, was mir wirklich wichtig ist. Das heißt so ein bisschen, was sind die Werte, auf denen mein Verhalten basieren sollte und passen die eben zu den Werten der anderen in dem Unternehmen? Denn gelebte Werte bilden die Kultur des Unternehmens und erst daraus resultiert dann das, was wir als Unternehmenskultur gerne so beschreiben würden. Denn das lässt sich nicht beschreiben, sondern das muss man eben leben. Was wir suchen, ist Thoughtful Disagreement. Wir suchen also eine Diskussion auf Augenhöhe, die es uns ermöglicht, darüber zu diskutieren, unterschiedliche Perspektiven und Haltungen einzunehmen, um über den Diskurs gemeinsam rauszufinden, was der beste Weg und was das beste Ergebnis ist. Wenn wir also weiterhin eine Kultur haben, wo es nur darum geht, dass mir jemand sagt, hey, das hast du super gemacht und da liegst du goldrichtig, dann kann ich wenig lernen. Also ich brauche genau diese positive, wertschätzende Reibung, dass jemand sagt, wir wollen das Gleiche, wir verfolgen die gleichen Werte, inhaltlich bin ich hier aber einer anderen Meinung. Und das führt uns dazu, dass wir vielleicht ein anderes Ziel verfolgen sollten, Objective, oder andere Wege dorthin, also andere Wetten platzieren, nämlich Key Results, damit wir die Energie, die wir haben, auf die wichtigsten Themen setzen können. Und damit kriegen wir aus den bestehenden Möglichkeiten das Beste rausgeholt, anstatt unrealistischen Vorstellungen ständig hinterherzuhecheln. Denn diese ganzen Formulierungen von Zielen, wäre es nicht schön, wenn wir in einem Jahr da wären? Ja, wäre schön, aber wenn wir nicht wissen, wie es geht und wenn wir nicht wissen, wie viel Energie wir brauchen, um das realistisch zu erreichen, dann hilft es in der Regel nicht, den Druck zu erhöhen, damit wir als Gesamtunternehmen dann da ankommen und danach auch langfristig weiter positiv arbeiten, sondern es hängt eben viel damit zusammen, dass wir schneller iterieren und die realistischen Vorstellungen davon generieren. Was ist denn eigentlich möglich, aus dem rauszuholen, was wir hier an Ressourcen haben? Jetzt fragt sich der eine oder andere oder die eine oder andere sicher, aber was habe ich denn davon? Denn es ist ja sau anstrengend, sich so viele Gedanken zu machen. Man könnte doch eigentlich einfach mal anfangen zu arbeiten. Muss man nicht so viel diskutieren und dann geht es endlich mal los.
Das ist richtig. Und das ist aber so ein bisschen wie mit einer stumpfen Axt einen Baum fällen. Kann man machen, dauert aber länger und ist sau anstrengend. Und möglicherweise war es auch der falsche Baum. Deswegen glauben wir, dass das ganz viel bringt, nämlich Gelassenheit und Entspannung zu dem Gefühl, dass ich an der richtigen Sache arbeite und dass es das ist, was ich eigentlich wirklich, wirklich will, aber mich unterwegs nicht ständig überfordere und stresse, sondern mit einer gewissen Ruhe und Entspanntheit weiß, dass ich, wenn ich diese Sachen konsequent verfolge, auf die wir uns jetzt committed haben, mache ich schon die wichtigsten und dringendsten Sachen und die anderen kann ich auch mit einer gewissen Entspanntheit ein bisschen nebenan liegen lassen und mich später drum kümmern, weil es waren ja nicht die wichtigsten. Das heißt, wir hoffen, dass es für jeden Einzelnen zu weniger Überforderung und Stress führt und dass gleichzeitig aber auch bessere Ergebnisse rauskommen, da ich mit einer weniger überforderten Gemeinschaft, die viel mehr daran interessiert ist, an den richtigen Dingen zu arbeiten, zwangsläufig die besseren Ergebnisse über den Zeitverlauf rausholen muss, weil es offensichtlich der beste Weg ist, langfristig für alle die richtigen Ergebnisse zu erzielen. Darüber hinaus kriegt man natürlich noch ein größeres Gefühl der Transparenz und der Abstimmung. Das heißt, das, was so viel demotiviert, ist ja eigentlich das Gefühl, Ressourcen zu verschwenden, etwas zu tun, was am Ende nichts gebracht hat. Wenn wir uns aber viel darauf konzentrieren, gemeinsam an den richtigen Dingen zu arbeiten, uns abzustimmen und da auch wirklich darauf fokussieren, nimmt das Gefühl, dass ich unwirksam bin, natürlich deutlich ab. Und ich habe das Gefühl des gemeinsamen Wirs deutlich gesteigert, dass ich gemeinsam mit den anderen Menschen in meiner Organisation an den Shared Values und der Shared Vision arbeite und am Ende noch ein bisschen was davon habe, wenn wir alle erfolgreich waren, und zwar ganzheitlich und dauerhaft. Das ist unser Appell. Deswegen glauben wir, dass eine ganzheitliche Steuerung von einem Unternehmen total sinnvoll ist. Und wenn man diese ganzen unterschiedlichen Ebenen ausreichend beleuchtet und versucht, konsequent umzusetzen, dann sind wir sehr sicher, dass es auch möglich ist. Von daher laden wir euch gerne in den Diskurs ein, gemeinsam rauszufinden, wie das in Zukunft noch besser geht. Und vielleicht können wir euch das ein oder andere Erlebnis teilen, wie wir es in der Vergangenheit schon hingekriegt haben. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und hoffentlich bis bald.